Weil auch wenn früher jemand beim Mercedes Abteilungsleiter war, dann hat er ein schönes Haus gehabt, einen Firmenwagen, die Frau hat ein Auto, 3, 4 Mal im Jahr im Urlaub und, und. Auch der Abteilungsleiter bei Mercedes kauft sich in Stuttgart kein Haus mehr. Matthias Weick ist wieder bei uns. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wir wollen heute mal über den Wohlstand in Deutschland und was davon übrig geblieben ist reden und über die Mittelschicht, die da offensichtlich besonders hart drunter zu leiden hat. Ihr wisst, dass Matthias recht skeptisch ist, was den Standort Deutschland angeht. Das haben wir schon mal besprochen. Aber jetzt ist es irgendwie über den Sommer, man hat das Gefühl, das verschärft sich jetzt irgendwie alles, oder? Also wir sehen irgendwie, die Autoindustrie kommt immer mehr ins Struggeln. Wir haben jetzt zum ersten Mal leicht steigende Arbeitslosenzahlen. Die Inflation geht nicht weg. Wie steht es denn um die Mittelschicht in Deutschland? Also wir merken schon, die Luft wird dünner. Also ich war diesen Sommer auch einiges im Ausland und konnte dort auch beobachten, dass gerade im Bereich der Mittelschicht doch weniger Urlauber da sind. Das ist aber nicht nur aus Deutschland so, das sind auch die Italiener, das sind auch die Franzosen. Einfach die Kassen werden knapper und man muss einfach so sagen, die Energiepreise sind ja nicht so stark runtergegangen, wie wir es erwartet haben. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es im Supermarkt günstiger wird, ganz im Gegenteil. Also ich finde die Preise immer noch äußerst happig. Auch da sind natürlich größere Unterschiede. Ich war jetzt gestern noch in der Schweiz, da kostet dann beim Bäcker ein belegtes Brötchen so 7,50 Franken, 7,80 Franken. In Italien war es eine Ecke weniger, aber es ist trotzdem wesentlich mehr wie noch vor 3, 4 Jahren. Das muss man ganz klar sagen. Für alle, die nicht so oft in der Schweiz sind, das ist jetzt quasi 1:1 im Moment, ne? Der Nee, der Umtauschkurs. Franken ist ein bisschen stärker. Okay, also noch teurer als, also nicht quasi 7,50 Euro, sondern mehr. Ja, ein bisschen mehr, ja. Okay. Ja, das ist, also ich habe auch gelesen, 20% der Italiener können sich schon keinen Urlaub mehr im eigenen Land leisten. Also andere Länder trifft es auch. Jetzt ist der deutsche Traum aber natürlich schon immer gewesen, ne? Also so ein Leben in Wohlstand, uns ging es immer gut. Irgendwann habe ich mit der Familie mein Häuschen oder ich kann mir auf jeden Fall ein schickes Auto vor die Tür stellen. Ich fahre einmal im Urlaub, mittlerweile fahren Leute 2, 3 Mal im Urlaub. Da hat man sich so dran gewöhnt. Jetzt wird es schwieriger, aber es gibt doch eigentlich immer noch Ersparnisse. Die Deutschen haben doch immer so schön gespart über die Jahre, in Corona-Zeiten sogar ganz besonders. Ja, die haben ganz fleißig gespart und waren ja letztes Jahr auch ganz schön fleißig im Urlaub, aber dieser Winter wurde eben doch teurer und die Leute machen sich eben jetzt auch Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Ich meine, hier im Großraum Stuttgart dominiert die Automobilindustrie. Wir sind da ganz vorne mit dabei. Und das war Mercedes oder Porsche und die zahlreichen Zulieferer waren immer eine sichere Bank, aber auch da macht man sich Gedanken. Und wir sehen ja, wie China immer stärker wird. Die haben zum ersten Mal jetzt mehr Autos exportiert als importiert. Und die Chinesen sind nun mal mittlerweile gar nicht mehr so schlecht, ja, muss man sagen. Im Elektrobereich sogar zum Teil sehr gut und viel, viel günstiger. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da in Zukunft eine Welle auf uns zukommt. Das können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Jetzt auch ein Bekannter von mir hat einen großen schwäbischen Automobilhersteller verlassen und geht jetzt zu den Chinesen. Und die bauen hier richtig auf und die nehmen richtig Geld in die Hand. Und das merken die Leute natürlich schon. Wenn wir momentan boomt es noch, aber wenn die Elektrowelle kommt, da sind die Deutschen eben nicht so führend. Und vor allem gerade im günstigeren Segment, da haben wir, muss man knallhart sagen, gegen die Chinesen keine Chance. Da wird uns BYD und Co. platt machen. Ja, während wir das hier aufnehmen, läuft in München ja gerade die IAA Mobility. Ich bin da heute Morgen dran vorbeigekommen. Also, wer München kennt, Odeonsplatz, da steht VW, gegenüber steht BYD, chinesischer Hersteller. Der Stand ist gefühlt doppelt so groß. Das sind so diese für die Privatleute, die Stände in der Stadt zum Angucken. Das ist schon ein Statement. Ja. Ich glaube, die meisten Leute haben die Marke noch gar nicht auf der Uhr und die werden wir in Zukunft auf jeden Fall kennenlernen, weil die produzieren einfach konkurrenzlos günstiger als wir. Und bei einem günstigen Auto, bei einem kleinen Wagen, da schaut man eben nach dem Preis und nicht nach der Marke. Und da ist den Leuten auch herzlich egal, ob das ein Peugeot, ein Renault, ein VW oder ein BYD ist. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die bei dem Kleinwagensegment unser Straßenbild in Zukunft dominieren werden. Und das heißt eben auch, der Wohlstand findet nicht bei uns, sondern woanders statt. Und die Jobs sind nicht bei uns, sondern woanders. Und da kann man auch sagen, in vielen Bereichen findet die Zukunft nicht in Deutschland, sondern eben anderswo statt. Dazu passt, dass es ja auch diese Woche wieder schockierende Zahlen aus der Konjunkturwelt gibt. Die deutsche Industrieproduktion ist
um über 11% eingebrochen gegenüber dem Vorjahr. Ist das jetzt ein Sommerloch oder müssen wir uns dauerhaft auf sowas einstellen? Also für mich kommt es nicht überraschend, weil uns muss einfach klar sein, wir brauchen günstige Energie, gerade bei den energieintensiven Industrien. Und das ist eben die Chemieindustrie, die eine der Schlüsselindustrien ist, und auch Maschinenbau und Automotive. Und wenn wir hier keine günstige Industrie haben, dann werden eben die Konzerne woanders die Produktion aufbauen oder nur hochfahren und bei uns runterfahren. Und das Thema Bürokratie hat sich auch nicht erledigt. Das wird nicht besser, sondern immer schlimmer. Und dann haben wir auch noch das Thema Fachkräftemangel. Ja, wir haben zwar viel Migration, aber wenig hochqualifizierte Migration. Da macht man es A, den Leuten schwer zu kommen, und B, entscheiden die eben auch nach dem Geldbeutel und die überlegen sich, wo sieht die Zukunft besser aus und wo verdiene ich mehr. Und die interessiert eben netto und nicht brutto. Und da sind wir wieder bei der Steuerthematik, die eigentlich auch für Hochqualifizierte vollkommen unattraktiv ist. Jetzt gibt es nur einen so einen Gegeneffekt. Also sagen wir so, normalerweise, wenn die Industrieproduktion runtergeht, wenn ausländische Konkurrenz unseren Autobauern Konkurrenz macht und so, hatten wir in der Vergangenheit immer sehr schnell Angst um unsere Jobs. Im Moment sieht man noch so diesen Moment durch diesen Fachkräftemangel. Man hat das Gefühl, die Arbeitslosigkeit schlägt noch nicht so durch. Kann es sein, dass die Leute, also gerade auch in der Mittelschicht, noch gar nicht gemerkt haben, dass sie in Gefahr sind? Na, das ist schwierig zu bewerten. Also ich kenne manche, die sind da sehr blauäugig und sagen, mir passiert nichts, es wird schon gut gehen. Aber ich kenne auch viele, vor allem jüngere Menschen, gerade die so Mitte 30 sind, Anfang 40, die sich sehr wohl Gedanken machen und sehen, wenn das hier so weitergeht, dass man sich eben anderweitig orientieren muss oder vielleicht sogar ins Ausland gehen muss, weil sie sehen, die sehen ja die Zahlen und dass es so nicht weitergeht. Und von der Politik kann man gegenwärtig sagen, ist ja jetzt nicht viel zu erwarten. Okay, wenn wir den Industriestrompreis machen, den muss auch irgendjemand bezahlen. Das ist ja auch eine rechte Tasche, linke Tasche. Und auch denn trotz Industriestrompreis sind wir immer noch nicht richtig konkurrenzfähig. Die Energie ist eben in Amerika, in China und auch in Indien wesentlich günstiger als bei uns. Ich habe hier mal zwei Charts mitgebracht, weil mich mal interessiert hat, über wen reden wir eigentlich, wenn wir über die Mittelschicht reden. Das ist eine Umfrage des IFO-Instituts, wo sich die Leute eigentlich zugehörig fühlen, also wo sie glauben, wo sie sind. Und die drei blauen Balken in der Mitte, das ist untere Mittelschicht, Mittelschicht, obere Mittelschicht. Das addiert sich so zu etwa so ein bisschen über 60%. Und also ist auch so ein bisschen so mein Gefühl, wenn man mit Leuten redet, die meisten sagen, ja, ich bin Mittelschicht. Man sieht ja auch, zur Oberschicht zählen sich nur 0,5%, wenn man sie befragt. So. Und jetzt gibt es dazu vom IFO-Institut eine Definition, wann ist man denn was? Und die haben gesagt, Oberschicht beginnt ab 200% des Durchschnittseinkommens. Und bei einem Single-Haushalt sieht das dann so aus. Also so ist dann die Verteilung. Der rote Bereich ist quasi Unterschicht, Arbeiterschicht. Und dann kommt, also Unterschicht ist ganz links, dann kommen die Arbeiter, dann kommen die blauen Balken, die wir eben gesehen haben. Das ist jetzt ein Single. So, und der Single beginnt hier schon vor den 50.000 Euro Netto-Jahreseinkommen, also verfügbares Jahreseinkommen. Eine mutige Definition von Oberschicht, oder? Ja, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil wir müssen ja mal so überlegen, wenn man jetzt sagt, man gehört zur Oberschicht, aber ich gehöre zur Oberschicht und kann mir in München bestimmt kein Häuschen und auch keine schöne Wohnung leisten, oder ich muss wirklich 30, 40 Jahre buckeln. Kommt dann eine Familie hinzu, dann bin ich aber ganz schnell woanders. Also ich finde die erstere eher realistisch, wobei ich noch sagen würde, dass die Mittelschicht wesentlich kleiner ist, ja, weil wenn man jetzt mal davon spricht, ich habe, so wie es früher war, die klassische Mittelschicht, die Frau war zu Hause, ja, hat die Kinder erzogen, ich sage jetzt mal das klassische Bild, der Mann hat gearbeitet, man hat ein Häuschen gehabt, man ist 2-3 Mal im Jahr in Urlaub gefahren und ein Auto mindestens und vielleicht sogar 2. Wenn wir das Thema jetzt mal durchrechnen, dann müssen wir aber eine ganze Ecke mehr verdienen, dass die Rechnung noch aufgeht. Also die Oberschicht an sich, würde ich sagen, ist sehr dünn, es gibt es auch, es gibt sehr viele Wohlhabende, aber zahlenmäßig sind das natürlich auf die Gesamtbevölkerung sehr wenig, weil um wirklich ein richtiges Oberschichtenleben zu führen, man wirklich sagt, man hat jetzt, wie man sich jetzt die Oberschicht vorstellt, man hat ein Häuschen, 2 Autos, hat vielleicht noch ein Ferienhäuschen irgendwo. Das, ich rede jetzt nicht mal von was Großem. Da muss man heutzutage schon sehr, sehr, sehr viel. Ich muss mich übrigens auch korrigieren. Also hier bei der Selbsteinschätzung, das sind ja 80%, die sich diesen drei blauen Balken zugehörig fühlen. Ne? Also
eigentlich fast alle, so ungefähr. Und das sieht dann halt in der nächsten Verteilung echt total anders aus. Ja, ja, du hast recht, ich meine, mit dem Häuschen, das ist natürlich wirklich wahr. Also wenn ich jetzt 50.000 Euro verfügbar habe, dann muss ich ganz schön lange sparen, um so ein Haus bezahlen zu können. Und man muss ja auch noch leben. Ich meine, das Leben haben wir jetzt gesehen, wie dramatisch sich das verteuert hat in den letzten Jahren. Und ich erwarte da auch kein Sinken. Und wenn wir dann auch noch schauen, wenn jetzt wirklich noch neue Gesetze durchgehen, wie zum Thema Immobilien, Gebäude, Energiegesetz und so weiter und so fort, dann wird das ja alles noch wesentlich teurer. Ja, da wird das Mieten teurer und da wird der Immobilienbesitz auch teurer, weil man neue Heizung, neue Dämmung und. Dann geht die CO2-Bepreisung noch hoch. Der Sprit soll nächstes Jahr dann 10 Cent mehr pro Liter kosten. Also leider gehe ich davon aus, dass die Mittelschicht immer, immer kleiner wird und die Unterschicht immer größer und ganz wenig in die Oberschicht gehen. Joe Kaeser hat es vor Jahren mal gesagt, glaube von 9 Leuten aus der Mittelschicht, von 10 Leuten aus der Mittelschicht gehen 9 in die Unterschicht und einer in die Oberschicht. Und die Schere von sehr wohlhabend und arm wird immer größer. Und das ist ja nicht nur in Deutschland zu beobachten, das ist ja ein globales Phänomen, insbesondere in Europa und in den USA. Und in Südamerika und Afrika gibt es jetzt nicht sonderlich viel Mittelschicht, ein paar wenige Ultrareiche und viele, die sehr arm sind. Wie siehst du denn das mit der Mittelschicht? Ich meine, da wird doch die Luft immer, immer dünner. Und die klassische Mittelschicht von den 80er Jahren ist jetzt die absolute Oberschicht. Die ist jetzt die Oberschicht. Das sind die Leute, die noch Rücklagen haben und in ihrem Häuschen sitzen. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass auch die falsch kalkuliert haben, oder? Also sich zu sicher fühlen. Wenn ich mir überlege, ich habe mich als Kind, so wie ich aufgewachsen bin, klassisch zur oberen Mittelschicht gezählt. Ja, mein Vater hat einen sehr guten Job im Ministerium gehabt. Wir sind dreimal im Jahr mindestens in Urlaub gefahren, zweimal Skifahren, zweimal Sommer, eigentlich 4 beim Urlaub. Schönes Häuschen, Auto, meine Mutter hat nicht gearbeitet. Um den Standard jetzt zu haben, da muss man ja, was weiß ich, 300.000, 400.000 Euro im Jahr verdienen. Mhm. Weil auch wenn früher jemand beim Mercedes Abteilungsleiter war, dann hat er ein schönes Haus gehabt, einen Firmenwagen, die Frau hat ein Auto, 3-4 Mal im Jahr im Urlaub und. Auch der Abteilungsleiter bei Mercedes kauft sich in Stuttgart kein Haus mehr. Die Frage stellt sich immer, ist das alles so Gott gegeben oder kann ich auch da etwas tun, dass mir dieser gesellschaftliche Abstieg erspart bleibt? Also ich kann natürlich hoffen auf die Politik. Da haben wir, glaube ich, beide nicht ganz so viel Hoffnung. Kann ich irgendwas aktiv machen? Ja, ich meine, es geht nur noch über Bildung. Ja? Gut bezahlte Jobs sind hochqualifizierte Jobs eben und nicht für niedrig und unqualifizierte. Das ist das Erste. Und dann sich vielleicht auch überlegen, bei den jüngeren Menschen, studiere ich etwas, wo ich in Zukunft was erreichen kann oder studiere ich etwas, wo ich nur intellektuell bin und nicht viel monetär geht und vielleicht auch gerade bei den jungen Leuten ist es wichtig, sich zu überlegen, studiere ich was, wo ich international arbeiten kann oder wo ich mehr oder weniger an Deutschland gebunden werde. Zum Beispiel Juristen haben es wesentlich schwerer, im Ausland Fuß zu fassen, wie wenn jemand BWL, Maschinenbau oder Volkswirtschaft studiert. Das ist ein wichtiger Punkt und dann natürlich auch, gerade bei den jungen Leuten geht oftmals noch viel in den Konsum und wenig in die Altersvorsorge und das ist auch nicht sinnig, weil wenn wir es gesagt haben, auf den Staat kann man sich nicht verlassen und in einer alternden Gesellschaft, wo die Leute immer älter werden und immer weniger junge nachkommen und auch bei dem Migrationsthema sehen wir, die lösen das Fachkräfteproblem nicht, ist es essentiell, sich zu überlegen, wie viel kann ich fürs Alter zurücklegen oder auch, wenn man sagt, man ist ein junger Mensch, man ist engagiert, man hat was drauf, man will was erleben, sich vielleicht auch die Option überlegen, ins Ausland zu gehen und dort was zu machen, weil auch dort kann man als Hochqualifizierter mindestens so viel Geld wie in Deutschland verdienen und wesentlich weniger Steuern bezahlen und somit innerhalb von kürzester Zeit wesentlich mehr zurücklegen. Ich meine, das schönste Beispiel, wo ich immer sage, ist Andorra, wo der Spitzensteuersatz 10% ist und es keine Kapitalertragsteuern und Vermögenssteuern und sonstiges und Erbschaftssteuern gibt. Ja, das ist ein krasses Beispiel, aber die Zukunft ist digital und in vielen Bereichen kann man auch am Rechner von überall arbeiten. Dann muss man sich natürlich überlegen, wohne ich dann in Deutschland oder wohne ich in einem Land, wo die Besteuerung wesentlich attraktiver ist und es vielleicht auch kein schlechtes Gesundheits- und Bildungssystem gibt. Und das sehe ich auch, dass immer mehr junge Leute sich das überlegen. Und auf der anderen Seite sieht man auch immer mehr
ältere Herrschaften, die ihr Unternehmen verkauft haben für einen guten Preis oder damit mit dem Gedanken spielen oder sonst einiges an Geld haben, dass sie Deutschland verlassen, weil sie eben die Zukunft hier nicht mehr sehen, weil sie eben Bedenken haben, dass die Besteuerung noch wesentlich höher wird. Und ich persönlich gehe auch davon aus, dass wir langfristig gesehen nicht mit Steuersenkungen, sondern mit erheblichen Mehrkosten und Steuererhöhungen und Abgabenerhöhungen konfrontiert werden. Ja, das sind, glaube ich, diese zwei Szenarien. Das eine ist, ich habe schon Vermögen und sichere das jetzt ab, damit es nicht weniger wird. Ja, da ist, denn es wird mir überall was weggenommen. Die Sozialbeiträge steigen jetzt wieder. Krankenkasse wird nächstes Jahr teurer, wenn man gesetzlich versichert ist. Rentenversicherung soll teurer werden. Pflegeversicherung, also ein Zeug, das wird alles immer mehr. Das heißt, wenn ich mein Vermögen absichern will, ist dann vielleicht das Auswandern tatsächlich ein Punkt. Ja? Und wenn ich hier bleiben möchte, dann muss ich irgendwie umschichten, oder? Ja, umschichten und vielleicht auch überlegen. Ich meine, man sieht ja jetzt auch immer mehr den Trend, gerade durch das digitale Arbeiten, mehr raus aus der Stadt aufs Land. Da kann man schon mal einiges sparen, weil wenn wir jetzt mal uns überlegen, die Mieten in München, ja, du bist jetzt im Epizentrum der Mieten, oder man geht 100 Kilometer raus, da sprechen wir von ganz unterschiedlichen Welten und da könnte es locker 1.000 Euro im Monat Unterschied sein und das sind aufs Jahr erstmal 12.000 Euro haben oder nicht haben. Und ich gehe auch davon aus, dass die Immobilienblase sich jetzt so ein bisschen die Luft rauslässt, weil in der Baubranche, vielleicht sprechen wir später noch drüber, da geht ja jetzt gerade gar nicht mehr viel. Ja? Also es sieht verheerend aus. Aber gerade jetzt nochmal, wenn man sich überlegt, was kann ich auch als jüngere Menschen machen, sich vielleicht auch überlegen, wie viel Geld gebe ich denn allein für Miete aus und kann ich woanders auch arbeiten? Oder vielleicht sogar, momentan ist es ein Arbeitnehmermarkt, den Job wechseln und woanders auf der grünen Wiese ein bisschen weniger verdienen, aber dafür wesentlich mehr an Miete sparen. Also das heißt, jüngere Leute sollen erstmal auf die Einnahmenseite gucken, da optimieren. Also Bildung, gute Ausbildung, Jobwechsel, also. Ja, auf jeden Fall erstmal gucken, weil man braucht ja erstmal eine Basis, wo man drauf aufbauen kann. Wenn kein Geld da ist, kann man auch nichts sparen. Ja? Und wenn man die Kosten senkt, dann ist vielleicht am Ende des Monats wesentlich mehr da, wie es Status quo ist, weil man muss es auch mal knallhart sagen, es gibt sehr viele junge Menschen, aber auch ältere in Deutschland, wo am Ende des Monats null auf null rauskommt. Und das ist natürlich verheerend, wenn man langfristig denkt und an die Altersvorsorge denkt. Fehlt es den Leuten dann manchmal vielleicht auch ein bisschen an Disziplin? Wir hatten hier neulich Reinhard Panse, gestandener Vermögensverwalter, der gesagt hat, ich verstehe gar nicht, dass die Leute sich keine Immobilie kaufen können. Denn Immobilien sind gemessen am durchschnittlichen Jahreseinkommen sogar 30% günstiger als in den 70er oder 80er Jahren. Er sagt, da muss man halt immer ein bisschen verzichten. Da kann man halt nicht dreimal in Urlaub fahren. Das war schon immer so, wenn ich mir eine Immobilie gekauft habe. Ja, ich meine, Verzicht ist immer schwierig und wir leben nun mal in einer Konsumgesellschaft, wo es vor allem auch den jungen Menschen über Social Media durch zahlreiche Protagonisten vorgemacht wird, wie schön das Jet-Set-Leben um die Welt ist und da wollen eben doch viele mitspielen und die Damen wollen eben auch die schicke Handtasche haben und die Herren das schicke Auto. Ich meine, ich finde es auch spannend zum Thema Mobilitätswende. So viele junge Menschen wie noch nie haben momentan ein Auto. Also die Autos, es werden immer mehr Autos in Deutschland zugelassen. Das sind auch gerade bei jungen Menschen ein Thema. Also nicht das Innenstädterbild dominiert Deutschland, sondern eben sehr viele Leute leben eben auch auf dem Lande und die haben eben noch gerne ein Auto und sowas kostet natürlich alles Geld, klar. Was rätst du denen, die merken, ich habe nicht mehr so lange zu arbeiten, vielleicht noch so 15 Jahre und ich dachte immer, ich habe ja noch so viel Zeit, Geld anzusparen und jetzt wird es aber knapp, ich habe noch nichts zurückgelegt. Ja? Auch die mit einer Riester-Rente merken ja jetzt, hat mir doch nicht geholfen meistens. Und gleichzeitig die Immobilienpreise sinken, also das ist auch ungünstig, kann ich da noch was tun? Ja, also das Immobilienthema ist natürlich ein heißes Thema, wenn wir auch ein bisschen langfristiger denken, gerade die Menschen, die in Städten wohnen, die von der Automobilindustrie dominiert werden, Extrembeispiel Wolfsburg, ja, aber es gibt auch Ingolstadt oder auch der Großraum Stuttgart, ob da langfristig wirklich die Immobilienpreise so hoch bleiben, ist fraglich. Ja. Wenn dann jetzt die Gesetze noch kommen, die den Immobilienbesitzern tief in die Tasche greifen, da kann dann auch ganz schnell aus dem Rendite
Objekt ein Draufzahlobjekt werden. Was in letzter Zeit immer noch gut gelaufen ist, ist ein breit aufgestellter ETF oder Fonds, gerade wenn man sagt, so MSCI World, wenn man wirklich die Welt abbildet. Auch Gold ist die letzten Jahre gut gelaufen, gehört auch als Beimischung mit bei. Und vielleicht auch noch ein paar Einzelwerte, gerade im Tech-Bereich, weil die Digitalisierung wird nicht stoppen. Ja, und die großen Player, denke ich mal, da ist noch einiges an Luft nach oben. Kleinere Werte sind Zockerei, aber wenn man sich wirklich breit aufstellt in große Fonds, die das Weltgeschehen abdecken, ist das bestimmt nicht verkehrt. Und da hat man die letzten 20 Jahre ja keinen schlechten Schnitt gemacht und als Puffer auch noch Gold. Aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass wir jetzt so langsam in eine Krise reinschlittern. Ich habe heute Morgen gelesen, dass 45% die Verkäufe in Amerika im Immobilienbereich zurückgegangen sind, also schlimmer als 2008. Also eine Immobilie gerade, wenn man ein bisschen mehr in Amerika zu kaufen, das würde ich mir auch überlegen, weil da besteht auch die Möglichkeit, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass das da in Zukunft noch eine ganze Ecke günstiger wird. Aber ich sehe es, wie gesagt, es kommt immer auf den Geldbeutel drauf an, dass man eben, auch wenn man regional lebt, was die meisten tun, bewegen sich in einem Radius von 40, 50 Kilometer um ihr Häuschen oder um ihre Wohnung, dass man trotzdem sich Gedanken macht, wie sieht's in der Welt aus und global investiert und nicht nur den Fokus auf Deutschland und Europa, sondern wirklich weltweit. Weil wir sehen ja, wie jetzt die Wirtschaft auch in Indien richtig anläuft. China schwächelt gerade ein bisschen, aber auch Amerika läuft wesentlich besser wie bei uns. Und gerade im Punkt Digitalisierung und wo die Reise hingeht, da ist eben die Zukunftswirtschaft jetzt eher in Asien und in Amerika als bei uns. Deswegen wäre es verpönt, sich hier eben nur auf heimische oder europäische Werte zu konzentrieren. Mhm. Ebenso ist es, ob man jetzt nur ein Euro-Konto hat oder vielleicht auch ein Fremdwährungskonto. Also wer in den letzten 10 Jahren ein Fremdwährungskonto beispielsweise in Franken hatte, der hat einen verdammt guten Deal gemacht und hat sogar die Inflation geschlagen. Also man muss wirklich ein bisschen breiter denken wie Bausparvertrag, Riester-Rente und vielleicht noch einen kleinen deutschen Immobilienfonds, so wie es halt klassisch verkauft wurde die letzten 10 Jahre, weil die Zeit ist ganz klar vorbei und die Welt wird auch nicht untergehen, aber wie es vorhin schon gesagt hat, wenn wir so weitermachen, findet halt die Zukunft und der Fortschritt mehr in Amerika und in Asien und weniger bei uns statt. Und wir haben jetzt über die Industrie gesprochen, so rosig sieht sie nicht aus, aber das heißt ja nicht, dass es auf der ganzen Welt nicht gut aussieht. Das klingt für mich alles so, als ob du eher dafür bist, Vermögen flexibel und mobil anzulegen. Du bist nicht so der Immobilienfan oder höre ich da was Falsches raus? Ja, auf jeden Fall. Wir sehen ja, der Immobilienpeak ist erreicht und vor allem in Anbetracht dessen, was da vom Gesetzgeber noch alles kommen wird, da auf die Immobilienbesitzer zukommen wird, das halte ich schon für schwierig und da bin ich nicht der Einzige. Ich meine, die Kritik an dem Gesetz wird ja immer größer von diversen Verbänden und sonstigen. Also ich bin, wie gesagt, wenn die FDP da zustimmt, weiß ich nicht, ob das der cleverste Wahlkampf ist, wenn das wirklich kommt, weil da geht es jetzt wirklich den Bürgern zum ersten Mal ans Eingemachte und da reden wir auch von großen Beträgen und etwas gegen die Mehrheit, und das ist jetzt wirklich, kann man sagen, die Mehrheit, die das nicht möchte, durchzudrücken, weiß ich auch nicht, ob das der Demokratie und der Politik wirklich dient. Und ein anderer Aspekt ist eben auch mit puncto Immobilien. Man weiß ja nicht, wie schnell sich das Rad dreht. Und mit einer Immobilie ist man eben immobil. Und wenn man sagt, vielleicht sehe ich doch die Zukunft jetzt außerhalb von Deutschland, ist es einfacher, wenn man keine Immobilie hat, sondern sein Kapital mobil hat und ziemlich schnell dann auch sagen kann, so, ich bin weg, ich mache hier nicht mehr mit. Ja, die Schweiz haben wir schon angesprochen. Also wenn ich quasi mich aus Deutschland heraus orientiere, die Eurozone insgesamt bietet noch Optionen, oder, also du hast Andorra genannt und die Schweiz, oder soll ich lieber überlegen, dass ich mich internationaler bewege? Also die Andorra ist ja erstmal nicht in der EU, hä? Ich sage außerhalb der EU, weil von der EU, ich bin überzeugter Europäer, aber kein großer Verfechter der EU, und von der EU wird auch noch einiges kommen und das sehe ich nicht nur positiv, deswegen sehe ich, wenn, dann außerhalb der EU. Und da ist eben nicht mehr viel übrig. Manch einer meint England, wobei es den Engländern jetzt auch oder Großbritannien jetzt auch nicht so gut geht. Ja, oder Schweiz, es gibt da noch Liechtenstein, es gibt Andorra. Oder man geht eben über den großen Teich, wo man denkt, da findet mehr Zukunft statt. Ob das jetzt Amerika sei, Kanada, Australien, Neuseeland. Ja, also ich bin großer Verfechter von Ländern, wo es noch eine
einigermaßen intakte Demokratie gibt. Ja, also irgendwelche exotischen Länder bin ich kein Freund davon. Aber uns muss auch allen klar sein, die Leute, die wirklich sich damit befassen, sagen, ich möchte gehen. Die Eintrittskarten werden mit Gewissheit nicht günstiger. Also ich habe einen guten Draht, einen engen Draht zu Australien. Und da gerade in Melbourne ist es ziemlich extrem. Da kommen mittlerweile immer mehr Asiaten mit einem großen Geldbeutel. Ja, und schaut die am Immigration Office natürlich auch. Da ist die Einwanderungspolitik ein bisschen anders. Da muss man was mitbringen und nicht nichts mitbringen. Und da schauen die natürlich auch, wer was mitbringt. Ja? Und die Grenzen sind vielleicht in Deutschland offen, aber in den meisten Einwanderungsländern sind sie richtig zu. Das muss uns klar sein. Und die suchen sich die Leute aus, die sagen, wir brauchen die oder jemand, der uns einen Haufen Geld bringt und das natürlich im Land investiert. Ja, und das andere Thema ist, wenn man wirklich denkt, man geht, ich meine, für Unternehmer ist es schon ziemlich schwierig zu gehen mit Unternehmen, Wegzugsbesteuerung, hält der Fiskus die Hand auf, da ist es cleverer zu verkaufen und dann zu gehen, aber es muss nicht in Stein gemeißelt sein, dass man sagt, wenn die Leute gehen, dass der Staat einen Obolus will, Kapitalausfuhrbeschränkungen und so weiter und so fort, um dass man überhaupt gehen kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, weil man sieht ja, es gehen immer mehr Wohlhabende, ja, ist einfach so, ist Fakt, dass der Gesetzgeber da auch irgendwann einen Riegel vorschiebt und sagt, ja, ihr könnt schon gehen, aber es kostet. Und das andere Thema ist natürlich, was auch manche Politiker forcieren, dass die Besteuerung nach Pass ist, ja, und oder nach Staatsbürgerschaft, so wie es die Amerikaner machen. Als amerikanischer Staatsbürger zahlt man in Amerika Steuern. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, wo man hingeht. Klar, die sind jetzt nicht nur die Superreichen, sondern es sind immer mehr. Auch Pässe kann man erwerben. Und dann kann man zur Not auch sagen, okay, ihr könnt die deutsche Staatsbürgerschaft haben, ich habe einen anderen Pass. Also es wird ja auch in Deutschland gepredigt, es ist möglich, mit mehreren Pässen hier zu leben. Warum kann der Deutsche nicht auch im Ausland mit mehreren Pässen leben? Also ich denke, auch in die Richtung wird es gehen. Das hört sich ja mittlerweile alles noch abstrus an, aber ich befürchte, dass da Deutschland und vielleicht auch die EU irgendwann uns noch etliche Steine in den Weg legen wird. Mhm. Und wenn wir jetzt umsteuern würden, also wir hatten vergangene Woche ja auch einen Ökonomengipfel mit Holger Schmieding und Ralf Krämer, haben versucht herauszufinden, was man jetzt tun könnte. Bürokratie ist immer so ein Riesenthema, aber gibt es irgendeine Sofortmaßnahme, dass wir das vielleicht, dass doch nicht uns alle davonlaufen? Ja, wir brauchen günstige Energie und da müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wo kommt die günstige Energie her? Und auch, ich hatte es auch schon öfters gesagt, ich bin kein Verfechter von Atomkraft, aber das abzuschalten, ja, und der Welt oder gerade auch Freunde von mir aus Europa schütteln nur noch den Kopf, wir sagen, wir machen alles auf Umwelt, schalten Atomkraft ab und fahren Kohle hoch, das sorgt für Kopfschütteln. Wir brauchen günstige Energie und wir müssen auch, weil wir die Fachkräfte brauchen, wir müssen es attraktiver machen. Das heißt auch, wir müssen an der Steuerschraube drehen. Und ich meine, in letzter Zeit wurde jetzt auch noch mit dem Bürgergeld diskutiert, ja, oder es wurde erhöht um 12%. Für Nicht-Arbeiten gibt es 12% mehr, aber in der Arbeitswelt gibt es keine 12% mehr, auch schwierig. Ja? Also für mich Thema Energie, Thema Steuer und ganz klar Bürokratie, weil das wird ja jeden Tag nicht besser, sondern schlechter. Und das andere Thema, was natürlich auch, wo man richtig Geld investieren muss, ist Digitalisierung, weil auch da sind wir schlecht. Ich bin jetzt diesen Sommer schon wieder viel mit dem Auto kreuz und quer durch Europa unterwegs gewesen. Nirgendwo ist der Handyempfang beispielsweise so schlecht wie bei uns oder langsames Internet haben wir auch. Ja, das sind alles Punkte, wo wir wirklich dran arbeiten müssen. Anders geht es nicht. Ja, du hast ja erzählt, du bist diesen Sommer viel rumgefahren. Wie ist es denn in anderen Ländern? Haben die auch so eine Panikstimmung? Also bei uns ist ja schon so, dass wir jetzt im Moment doch ziemlich öffentlich darüber diskutieren, wie schlecht es uns geht und wo wir über den Anschluss verloren haben. Wie ist denn woanders die Stimmung? Also so eine Weltuntergangsstimmung, in Anführungszeichen wie bei uns, habe ich jetzt weder in Spanien gesehen, die es wesentlich positiver sehen, noch in Frankreich, auch nicht in Italien, in der Schweiz überhaupt nicht. Ja, also bei uns ist natürlich schon die Stimmung sehr aufgeladen. In Frankreich ist sie anders aufgeladen. Da geht es dann mehr um das Migrationsthema und Frau Le Pen und Co., wo die Gesellschaft wirklich gespalten ist. Aber gerade das Thema Energie und Energiewende und sowas, das interessiert in den Ländern, wo ich jetzt war, zumindest in meinem Mikrokosmos mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, reichlich wenig. Ja. Also das Thema, was bei uns alles dominiert mit Solar- und Windenergie und teure Energiepreise und so weiter, die merken die teuren Energiepreise auch, ja, an der Tankstelle, aber dass jetzt überall
ein Windrad aufgestellt wird oder alles voll mit Solar ist, wobei es da wirklich Sinn machen würde, habe ich jetzt nicht beobachten können. Es ist also an der Côte d'Azur wirklich nur vereinzelt und auch auf den Balearen ist das jetzt nicht Masse. Und die Leute nehmen einfach, die Lebensstimmung ist, muss ich sagen, viel positiver. Die Deutschen machen sich sehr viel mehr Kopf und im Süden, vielleicht ist es auch das Wetter, wenn man ein paar hundert Sonnentage im Jahr hat, immer mit Freunden und Familie trifft und gut isst. Und Politik ist eigentlich kein großes Thema. Ja? Wenn man diskutiert, bei uns wird ja so viel über Politik diskutiert und es wird gemeckert und gemosert. Die Leute, die den ganzen Tag arbeiten, sagen, lass uns über was Schönes sprechen und nicht nur, dass alles schlecht ist. Also die Stimmung in Deutschland ist auf jeden Fall wesentlich schlechter wie im Süden. Ist bei uns vielleicht auch die Erwartungshaltung zu groß, dass man sagt, das muss die Politik regeln und andere sagen, ich regle das für mich selber? Zumindest in Südeuropa ist die Erwartungshaltung an die Politik ziemlich gering. Das muss man einfach so sehen. Also die erwarten von denen nicht viel. Die Italiener, vor allem gerade in Südtirol, sprechen vom römischen Staat. Also da sieht man schon, wo die Reise herkommt. Also die erwarten von denen gar nichts, außer dass sie Steuern bezahlen müssen. Und auch in Spanien wird vom Staat nicht sonderlich viel erwartet, außer dass er eben die Hand aufhält. Aber da wird schon noch viel mehr selber gesorgt. Und da sind natürlich auch die Familien oftmals viel größer und viel intakter als bei uns. Da wird natürlich viel mehr innerhalb der Familie geholfen wie bei uns. Ja, zum Schluss vielleicht nochmal eine persönliche Frage. Hast du denn jetzt in Anbetracht dieser Zukunftsaussichten irgendwas verändert an deiner eigenen Anlagestrategie, an der Art, wie du dein Geld anlegst oder es anderen auch rätst? Ändert sich da jetzt gerade was oder? Gerade weil ich sehe, dass an den Immobilienmärkten es doch nicht nur bei uns, sondern auch in Amerika abwärts geht und auch die wirtschaftliche Lage sonst instabil ist, halte ich den Cashbestand höher als noch zuvor, weil ich denke, die Optionen kommen noch, weil wir wissen ja alle, es geht jetzt nicht so weiter. Wir haben jetzt heute die Zahlen gesehen, auch in Deutschland sieht es jetzt nicht so toll aus. Und manchmal ist auch, wenn in unsicheren Zeiten ein höherer Cashbestand gar nicht verkehrt und ab und an einen Krügerrand zu kaufen, ist mit Gewissheit auch nicht verkehrt. Aber gerade im Aktien-ETF-Bereich, da warte ich erst mal ab. Und auch im Kryptobereich hat sich gar nichts getan jetzt die letzten Monate. Und in welche Richtung es da geht, kann man auch noch nicht sagen. Von den Höchstständen sind wir meilenweit entfernt und ich weiß auch nicht, wann wir die wieder erreichen. Auch da ging es in letzter Zeit auch mehr abwärts als aufwärts. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. Das war wieder ein sehr spannender Blick, diesmal in die Mittelschicht. Wir werden das weiter beobachten und bestimmt nochmal darüber sprechen. Danke, Matthias. Dankeschön.